Peter Bürgermeister da von St. Johann am Walde. Und ich möchte den der Gelegenheit möchte ich jetzt auch gleich sagen, dass ich alle Angehörigen und Opfer, die was da heute wirklich erwischt hat, mein Mitgefühl aussprechen möchte. Und ich hoffe, dass es einfach bei den meisten nicht so weit feiert. Und ja, wie gesagt, das war das Feuerwehrfest, der Freiwilligen Feuerwehr Franz Schreck, das Bierzeit. Und wie gesagt, das ist einfach ungefähr um ja, 10:30. Ist da unverhofft, wirklich unverhofft, ohne Vorzeichen, ist der Wind aufgekommen, also ein Sturm, und hat das Zelt über den Haufen geschmissen. Wie hat sich das dann abgespielt im Zelt, die Situation? Wie war das mit den Verletzten? Ist irgendwie Panik ausgebrochen? Ist es relativ ruhig geblieben? Naja, es ist ja so. Es ist schon Panik ausgebrochen, ist ja klar, weil keiner wusste, was ist jetzt wirklich passiert. Denn das Ärger war eigentlich nur, weil das Licht ausgefallen ist, der Strom weg war. Und dann hat halt jeder seine Angehörigen gesucht. Nicht? Und eben die, die schwer verletzt worden sind, sind gleich die Kollegen oder eben die Freunde zu mir gesprungen und haben dann geschaut, so gut, dass sie gut wie möglich helfen können haben. Wie ist dann die Rettungsaktion angelaufen? Ja, also was ich dann mitgekriegt habe, war immer so, es war zuerst schon ein Chaos, dann sind aber sicher gleich einige von der Feuerwehr Franz Schreck, die sind natürlich, weil das Feuerwehrhaus ist ja nicht weit weg, sind einige hundert Meter, die sind dann ums Feuerwehrauto gefahren, haben dann ein Licht gemacht und dann ist dann, ja, haben dann die Opfer, also die was dann die Hand geborgen worden und sind dann erst versorgt worden. Es ist ja gleich die Rettung verständigt worden, nur man hat so gehört, es ist einfach, die Zufahrten sind durch Bäume, umgerissene Bäume und so, sind verlegt wegen. Jetzt hat es einige Zeit gedauert, bis dann die erste Rettungskräfte eigentlich zu überkommen haben. Also für uns war die Situation, die Witterungssituation durch die Informationen von den Wetterdiensten natürlich, also dass Witterung hereinzieht über Deutschland, über Bayern, aber dass es so massiv, also das ist wirklich ein ganz ein massiver Sturm und so kurzzeitig und schlagartig einsetzt, das war überhaupt nicht zum Einschätzen und ich habe zu Hause das beobachtet. Also so ein bisschen die Wettersituation und er hat sich das dargestellt, dass das an uns eher seitlich vorbeizieht, aber es war innerhalb kürzester Zeit ist Sturm auftreten und es hat alles durcheinandergewirbelt. Dann die Bäume sind geflogen, Straßen waren verstopft und wir haben viele, viele Straßen, die da unmittelbar nach dem Sturm gesperrt worden sind, freigemacht werden haben müssen und so auch da zum Unfallort nach Frauschereck, das uns da auch sehr betroffen hat, dass man da lange Zeit nicht anrücken hat können zur Unterstützung der örtlich eingesetzten Mannschaften. Von den Patientenzahlen her sind leider zwei Patienten trotz notärztlicher Maßnahmen am Unfallort leider verstorben. Vier Schwerstverletzte, die in lebensgefährlich verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden. Sechs Mittelschwerverletzte und insgesamt haben wir eine Patientenzahl von 50 Patienten mit 20 Notärzten versorgt. Wo sind die so eine große Anzahl an Verletzten, wie hat man die dann aufgeteilt, wo sind die dann hinverbracht worden? Also über die Leitstellen in die umliegenden Krankenhäuser, Krankenhaus Ried und Braunau haben natürlich die Großzahl der Patienten bekommen, aber die Schwerstverletzten sind in die nach Salzburg, Linz, Wels und Vöcklabruck und Passau gekommen. Ja, es ist die Staatsanwaltschaft informiert worden und wenn heute bei Tageslicht die Begehung der Unfallstelle möglich ist, dann wird durch Sachverständige versucht, die Unfallursache zu eruieren. Was hat die erste Streife am Einsatzort gemacht? Wie hat sich da die Situation gezeigt? Ja, für die erste Streife sind viele, viele Leute entgegengekommen. Es hat sehr viele Verletzte gegeben. Es waren Schreie, es war laut. Man hat versucht, etwas Ordnung hineinzubekommen und den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Roten Kreuzes die Zufahrt zu ermöglichen.